Großes, weites Getreidefeld. Ziemlich starker Wind. Yoshi, Pingelin und Cloudkopf erzählen euch heute die Geschichte von der Luft. Wie man in der Luft fliegen kann und was passierte, als Yoshis Hut vom Wind gepackt und fortgewirbelt wurde. Yoshi, Pingelin und Cloudkopf sind unterwegs, um das Segelfliegen zu erlernen. Links geht der Yoshi. In der Mitte, Pingeline, Pingeline. Rechts kommt, ja und komm. Oh, verdammt, mein Hut! Ich muss mit dem Wetter aufsetzen. Nehmt mir euren Hüten. Mir kann sowas nicht passieren. Wieso? Ich brauch dich doch dabei, die Stirn zu ziehen. Oh, jetzt ist meine Aufbau. Weggeblasen, hochgewirbelt. Yoshi hat nicht aufgepasst. Yoshis Hut ist weggeflogen. Nun bläst kein Wind mehr. Doch Yoshis Hut ist weg. Perfekt. Wir suchen den, der hat in die Luft geflogen. Weg ist er oben. Ist er weg? So wichtig ist der alte Hut ja auch nicht. Kannst du ja neu kaufen. Komm, geh mir auf den Flughafen. Wieso? So ein Hut krieg ich doch nie mehr. Fällt mir doch so. Ich will dir doch nicht. Yoshi und Pingeline suchen den Hut, der weggeblasen und hochgewirbelt wurde. Was macht Cloudkopf? Yoshis Hut ist fortgeflogen. Cloudkopf faltet einen Vogel aus Papier. Cloudkopf nimmt ein Blatt Papier. Hier geknickt und dort geknickt, in der Mitte umgebogen. Faltet Cloudkopf eine Schwalbe. Einen Vogel aus Papier. Yoshis Hut ist hochgewirbelt. Cloudkopfs Schwalbe segelt durch die Luft. Fliegen müsste man, dann könnten wir es finden. Was heißt hier fliegen? Ja, irgendwo muss er doch hängen geblieben sein und von oben kannst du ihn dann sehen. Ein Vogel könnte ihn bestimmt finden. Ein Vogel interessiert sich für einen Hut, sogar nicht für deinen. Er interessiert sich für Käfer, für Würmer, für Insekten. Die hat ja Lehrung gebraucht. Ja, irgendwo muss er doch hingewirbelt sein. Von oben könnte man ihn bestimmt am besten sehen. Ja, ja, ich glaube, der fliegen müsste. Und Sie? Doch mit einem Hubschrauber. Der kann doch über die Erde fliegen. Am Flugplatz steht doch einer, wenn wir den kriegen können. Fliegen. Fliegen können. Viele Tiere können fliegen. Das ist eine Libelle. Sie lebt an einem Teich. Sie fliegt.
und schwirrt. Sie hat 4 Flügel. Sie kommt gern öfters an den Platz zurück, von dem aus sie gestartet ist. Steuern sie in die Richtung, in welche sie fliegen wollen. Auch Maschinen können fliegen. Maschine sieht aus wie eine riesengroße Libelle. Doch ihre Flügel bewegen sich anders als die Flügel der Libelle. Auf dem Rumpf der Maschine, über der Kabine, in der die Menschen sitzen, dreht sich eine große Luftschraube. Durch die schnelle Bewegung der Luftschraube kann die Maschine fliegen. Fliegen Sie gleich weiter? Ja, warum? Sie möchten mitfliegen, durch den Todesfahrt geflogen und ist wahrscheinlich an einem Baum hängen geblieben. Den sieht man sicher nicht. Aber von oben, vom Hubschrauber aus, könnte man ihn vielleicht wiederfinden. Man steigt ein und gibt mal mit. Joschi, Pinguine und Krautkopf liegen in einem Hubschrauber. Durch die schnelle Bewegung der Luftschraube wird die Maschine mit Joschi, Pinguine, Krautkopf und dem Piloten hochgehoben. Wenn die Luftschraube sich zu langsam dreht oder stillsteht, fällt die Maschine herunter. Joschi, Pinguine und Krautkopf suchen mit dem Hubschrauber den Hut Joschis. Wenn der Hut in einem Baum oder in einem Busch hängen geblieben ist, werden sie ihn von dort oben nicht entdecken können. Joschis Hut ist weggeflogen. Sind sie wieder. Fliegen ist nicht gefährlich. Nicht gefährlicher als Autofahren. Joschi, Pinguine und Krautkopf lernen fliegen. Sag,
Tag. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ach, der Hirsch hat seine Mütze verloren und die haben wir gesucht. Nicht direkt in die Wolken abgehauen. Der macht nichts. Wer fliegt denn das erste Mal? Ich, glaube ich, oder? Ja. Ja? Mhm. Ja, dann nehmen wir gleich den Schirm, den Fallschirm. Ist das ein richtiger Fallschirm? Das ist ein richtiger Fallschirm. Und den schneiden wir jetzt mal an. Wieso? Nimmst du die deine an, die rechte Hand zuerst. Hier, so, oder? Ja, so ist richtig. Gut. Und dann nehmen wir die Unterbotten als erstes, hängen es hier ein. Das selber, ja. Und dann den Hauptgurt hier noch. Das ist aber schwer. Fallschirm sitzt. Und dann steigst du gleich ins Flugzeug an, ja? So. Den rechten Fuß zuerst. So. Mit dem Fallschirm kann Yoshi sich halten, wenn das Flugzeug abstürzt. So, das ist schon gut, ja? Für was ist denn eigentlich die Tüte hier oben? Ja, das ist ein Windsack. Die gibt dem Piloten die Windrichtung an. Aus der Luft kann man das gut beobachten. Und auch im Boden kann man das sehen. Bevor Yoshi mit dem Segelflugzeug startet, könnt ihr lachen, schreien, boxen und toben und vielleicht mal aufs Klo gehen. Jetzt ist Pause. Pause ist jetzt. Jetzt ist Pause. Pause ist jetzt. Jetzt ist Pause. Jetzt ist Pause. Schaut genau hin, wie der Wind durch den Sack schlüpft und dadurch die Richtung anzeigt, aus der er kommt. Doch vergesst nicht, aufs Klo zu gehen, wenn ihr müsst. Thank you.
Wind streift um das Flugzeug. Das Flugzeug segelt ohne Motor. Yoshi steuert das Flugzeug. Prüft nach, ob ein Hut fliegen und in der Luft bleiben kann.
Pinguelines
schwebt am Fallschirm über die Straßen, Wege, Wiesen, Wälder. Die Linie stürzt nicht mehr wie ein Stein. Sie schwebt am Fallschirm langsam auf die Erde zu. Klautkopf schwebt am Fallschirm langsam auf die Erde zu und landet. Yoshi landet. Die Geschichte ist zu Ende. Die Geschichte von der Luft und vom Fliegen. Was ist denn mit dir? Da ist er wieder. Jetzt sei aber vorsichtig, damit er nicht wieder verloren geht. Wieso? Mit meinem